Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Pokémon Half-Gold Edition mit mir, den LastCup99 und dem... Naja, Shinigami Jump Editor. Heute mache ich mir eine ganz schnelle Ansage, weil wir müssen heute schon sehr viel machen. Vor allem, weil du mich gezwungen hast zu spielen. Aber egal. Wir müssen heute einige Sachen machen. Wir trainieren Pokémon, wir fangen Pokémon. Du willst keine Pokémon fangen, ich weiß, du machst es trotzdem. Und ja, wir fangen natürlich wieder an mit Onix. Ne? Do you know what I mean? Ja, ich weiß. Aber bevor, ich habe nämlich mal was nachgeguckt, weil ich habe ja, nach einem Teammitglied ja gesucht. Und das haben wir ja ab einer bestimmten Route erzählt. Du weißt das ja. Und da heißt es, Moment mal, wir müssen zu diesem Mann hier gehen. Castor, hallo da. Echte Pokémon-Fans kennen mich bereits aus meiner Sendung auf dem Lehrkanal. Castor, hab ich mich sperren lassen. Jugendschutzgesetz, das tötet Kinder. Lernen. Heute mache ich eine Umfrage, wie mein Publikum wahrnimmt, was... Wie mich mein Publikum wahrnimmt, heißt es. Ich erkenne ihn als den jeden alten Greis, der mir total auf den Sack geht, weil er bei einer Lern... machst du mit? Ja. Weil, wenn wir jetzt nämlich eine ganz bestimmte Kombination sagen, kann man nämlich... jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Scheiß Cheater. Nein, kann man nämlich ein Ei kriegen, wo dann unser Teammitglied mit drin ist. Und ich muss jetzt eben kurz nochmal kurz gucken, wie dann nochmal das Wort heißt. Deswegen mich gleich wieder... So, da bin ich wieder. So, jetzt muss ich erstmal hier gucken. Erstmal hin. Nein, nicht Raupi. Person. Wo ist das? Wo ist es? Wo ist das sie? Hier, sie. Aua. Ich glaube, die Tätigkeit ist kein... Ne? Warte, hier, tanzen. Da. Okay, sie tanzen. Echt? Oh, upsala. Jetzt, wenn man wissen will, wie man auf andere wirkt, ist man auf die Meinung der Leute um einen herum angewiesen. Na gut, und was sagst du zu meiner heutigen Stimmung? So, was war es dann nochmal? Hast du es gemerkt? Niesel gegen. Sie tanzen? Niesel gegen. Sie tanzen Niesel gegen. Sie tanzen Niesel gegen. Die tanzen Niesel gegen. By the way, ich weiß nicht, was Niesel tanzen. Sie tanzen Niesel gegen. Was damit bedeutet. So. Dann geht es. Sie tanzen Niesel. So, wo ist das G? Und hier. So. Ach, was findest du wirklich? Da muss ich wohl in die Zukunft einfach noch mehr ins Zeug legen. Muss ich wohl mich in der Zukunft? Ja, ich weiß. Du hast das mich jedes Mal vergessen. Was ist denn los mit dir? Ich weiß nicht, ich überlese das jetzt gerne. Ich bin da noch ein bisschen an Assassin's Creed gewöhnt, da ich nichts lesen muss. Deine Meinung ist mir sehr wichtig. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Deine Antwort haben mir ein paar wichtige Anregungen gegeben. Vergiss nicht, meine Sendungen anzusehen. Say what? Okay. Krank. Naja, der SSFail findet schon mal gerade statt durch ihn. Wir würden da mal sagen, wir machen mal kurz einen Cut, damit wir das nochmal ansehen können. Genau, dann machen wir nochmal kurz einen Cut und wir sehen uns gleich. Womit ich verbringe? So, da bin ich wieder und ja, wir machen es nochmal. Ja, ich weiß. Das war schon mal. So, jetzt weiß ich es endlich. So, einmal hier. Wo ist es? Idol. Und Sandschleier. Und verkackt halt, ne? Oh, und was war nochmal das andere? Spielzeugschule. Spielzeug. Nein. Hier. Wo ist das S? Ja. S. Spielzeug, nein. I. Nee, doch nicht. Bin ich doof? Doch, da. Da hier. Doch, Spielzeug.
Mein Und Passort. Schule. Schule. So, das, jetzt sollten wir das eigentlich haben. Huch! Wenn dir dieses Passwort geläufig ist, musst du etwas ganz Besonderes sein. Du bist ein Pokémon-Trainer, stimmt's? Meine Beziehung ermöglicht es mir, dir dieses Ei zu schenken. Trainiere es mit li viel Liebe. Hätte ich das von Anfang an gewusst, hätte ich direkt, kann man nur eins von den dreien bekommen oder alle drei? Alle drei, soweit ich weiß. Laskarp erhält ein Schneckmark-Ei. Ja, und Schneckmark ist unser neu ist vorläufig erstmal unser neues Teammitglied. Es gibt ein anderes Feuer-Pokémon, nur kriegen wir erst ganz Es gibt später. irgendwie unendlich viele Feuer-Pokémon. Wir wissen noch nicht, bei der Erstellung des Teams, da habe ich irgendwie, wurde mir irgendwie flau im Magen, weil er hat wirklich mal die Pokémon-Typ genommen, die nicht unbedingt für ihre Stärke und Häufigkeit bekannt sind. So, warte mal, haben wir jetzt eigentlich, weil ich will Wir nämlich, haben zwei. ja, nein, ich meine jetzt Pokébälle, haben wir 10, ne? Weil ich will nämlich zwei Knuffensas erstmal haben. So lange. Das eine brauchst du für dein Vieh am Ende Das, ja, und das genau, und das andere andere. brauchst du für oh nix. Das wolltest du, das willst du ja Das von mir. eine, das, ne, das eine, das ist jetzt erstmal nur, obwohl, ne, brauche ich ja gar nicht, stimmt ja. Weil ich weiß Das ja. Stärkere von den beiden musst du, ne? Ratz, Nein, Ratz! ich hole nur eins, weil mir ist jetzt gerade wieder ein, was Gar eingefallen, nicht deswegen. Mani. Hast du Hunger auf Ratte? Nee, ich habe schon mal gerade was gegessen. Ah ja, stimmt. Ja, dann gehen wir mal auf Flucht. Ne? By the way, mir wurde wegen diesen schönen Animationsstil, ist mir das gerade, glaube ich, viel auf den Tisch entleert gekommen. When you know what I mean. Mein Gott, warum rätst du ein Ratzfratz? Dann, Mani. Ich will kein Ratzfratz. Ich will endlich was anderes. Warum gehst du nicht in den an den Knopffenster zum? Ist ja kein Knopffenster. So, jetzt erklär mal bitte diese Logik. Ich muss mal Pokémon lauter machen, fällt mir mal so auf. Knuffenser. Das war mein Sound. Kani Mani, ne, hast verstanden? Das ist der Sound von Knofense. Nee, war Flucht. Na, da tun wir Das uns. Teil wird auch weiblich, ne? Und weiblich ist Onix ganz direkt vergessen. Ach so. Nimm ein männliches, mindestens Level 4. Das Teil übernimmt jetzt Geschlecht und den Rang. Okay. Ich würde jetzt So, empfehlen, ich versteckt. will, aber ich mache trotzdem noch einen kurzen Cut, weil ich will eben kurz noch Pokémon lauter machen, weil sonst hört ihr ja nichts. Und ja, also jetzt nicht einen Cut, sondern ich pausiere eben kurz. So, da bin ich wieder. Und ja, wir wollten uns jetzt einen Knuffenser endlich holen, damit wir endlich unser Onix holen können. Dass er nicht lange bleibt. Männliches Knofenser. Ja, oder die kannst du auch ruhig nehmen, wenn du willst, aber du brauchst dafür Nein. männliches. Nein. Mein Gott, was? Kani, Mani. Kani, Mani. Nein, ich beiß jetzt nicht in die Spinne rein. Ich habe immer noch keinen Hunger mehr. Wenn er gleich willst, kannst du ja noch einen Salat als Nachtisch essen. Nee, lieber nicht. Nach dem, was ich da gerade gesehen habe, will ich nichts mehr essen. Na, stimmt. Mein Gott, warum konnte er nicht? Mani, Mani. Ich kratze die Augen aus. Fatality. Ah, nee, Brutality ist das ja. Tot. Drauf getrampelt ist der, weißt du? Nein, ich hab den gerade im durchgetrennt in meiner Hand hängen. USK ab 18. Ja, langsam soll ich das ja auch mal einführen. Kann jetzt mal endlich mal so ein Scheiß-Pokémon kommen. Best of three. Weißt du, vorhin, wo wir zu Viola City gegangen sind, na, wo wir überschüttet von den Drecksviechern. Und jetzt kommt kein einziges, ne? Hast du was anderes erwartet? Es ist Pokémon. Da kannst du nichts anderes erwarten. Din, 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 din. Ja, das kannst du fangen. Machst du Foto, tust du Facebook, jetzt fangst Animani! Sollen wir auf gut Glück oder sollen wir... Ich habe eine Idee. Es ist kein Flottball. Ja, ich habe aber trotzdem eine Idee. Also Ah! zwei. Käfer ist sehr effektiv auf Pflanze. Oh. Kannst du mich machen? Ich habe eine andere Idee. Also ich will jetzt nicht, dass du. Ja, schon noch machst du nicht. Ich mach super Schall. Kann man auch machen. Jetzt das Vieh one-hittet sich. Das kann man auch machen, wusstest du das?
Da fällt's aber scheiße. Oh, noch nicht. Jetzt schon versuchen? Du kannst auch noch Blutsaugerfunken benutzen. Hm. Auf gut Glück, dass das Vieh nicht gleich direkt ausradiert wird. Ich kann, warte mal, was hat mir... By the way, du hast es verwirrt, also würde ich es nicht mehr machen. Na, deswegen, ja. Hier, Attacken. Verändert zurückschicken, das ist ja mal geil. 20, okay. Okay, aber ich werde es trotzdem nicht versuchen. Nein, ich wollte das Pokémon tauschen. Heute ist mal der Tag des Pokémon-Tauschs. Ne? Internationaler Pokémon-Tauschtag. Das Teil trifft. Heute habe ich einen Lauf. Okay, wisst ihr was? Leck mich. Als ob du da nur jetzt einfangst. Ich sag, das Vieh wird, geht beim zweiten Mal raus. Ich sag beim dritten Mal. Ich wollte gerade schon sagen, Alter. Ja, beim zweiten Mal. Beim dritten Mal. Das war mein zweiten Mal, das hat aber einmal gewackelt. Bei mir war es zweimal gewackelt. Meine ich doch. Ja, aber das war dann das dritte Mal schon. Wenn das zweimal wackelt. Da können wir ja später ein Video gucken. Ja, nein, du hast mich falsch verstanden. Ich meinte nach dem zweiten Wackeln. Ach so. Jetzt ist es drin. Ja. Lol. Really? Nee, mein Lauf ist vorbei. Und ein Level 3er Pokémon vernichtet mich gerade eben. Nein, wird es nicht. Hast du auch zu dem Käfer-Pokémon gesagt? Weißt du noch? Geduld. Kannst du dich noch daran erinnern? Mhm. Jetzt bleibst du drin. Nein, der hat sich ja so draufgesetzt, dass das Vieh das Teil nicht mehr aufmachen konnte. Nee, der hat, weißt du, der Klebeband da drum gemacht. so ein Wicke, weißt du, so mit Kreppband. So, Knofenser, Blume, Pflanzen, Gift, Größe 0,7 Meter und 4 Kilogramm. Obwohl sein Körper auftreten, Alter, sehr schmal ist, schnappt es blitzschnell nach Beute. Mit was denn? Mit dem weißmalten Fußrennen, nämlich so einen Gartenschaufel. Nein. Und macht das Vieh so lange, haust da so lange drauf, ne? Bis das Vieh einfach geht. Es ist wie so ein Fatality, weißt du? Da mach ich kein Brutality, weil das dann schnell ist. Nee, ich mach ein Fatality. Nee, gib du Scheißvieh. So, jetzt kommt ein Wetten, jetzt kommt ein Knuffenser. Weberak. Warum wusste ich das? Weißt du, jetzt brauchst du, jetzt wird halt wieder nachgeschmissen, weißt du? Jetzt geht's mir nicht auf den Zeiger. Nimmt es los! So, fertig jetzt hier. Geh weg. So, dann holen wir uns jetzt das Onix. Yay, Onix. Eins der stärksten Pokémon. Ja, wird aber nicht lange im Team bleiben, deswegen, ne? Mhm. Ja. Ne? Wir haben unsere Teams, ne? Denk dran. Kannst du wenigstens auf die Durchreise mitnehmen. Ja, das wird so lange bleiben, bis wir unser Team voll haben, ne? Das wird ja gleich der Fall sein, deswegen. Der Junge. Ah ja, stimmt. Unfähigkeit. Ja. Knofenser. Du kriegst das schon... Welcher Posten tauscht einen Knofenser, dass man da fangen kann, gegen ein fucking Onix, das in dem Spiel nicht mal vorkommt? Doch, das kommt vor. Ehrlich? Ja, das kommt vor, das stimmt. Das ist... Weißt du, guck, bei dir, da kommt ein Nintendo DS, ne? Mhm. Und jetzt ist es ein Pokéball. Da kommt, weißt du, da kommt so rausgeschossen, wusch. Nein, da schießt sich damit ab. So. Okay, links war das perfekt und rechts hast du irgendwie den Eingang verfehlt. Ach so, das ist, das soll, ach so. Jo. So. Tobi Aaron. Versand Aaron. Was nur Ron? Aaron, nicht nur Ron. Ja. Oh, wie toll. Jetzt habe ich mein eigenes Knuffenser, was ich innerhalb von fünf... Würde ich den Typen so fett... Ich will den Typen dafür so schändigen, Alter. Steinigt ihn. Tauscht so ein billiges Knuffenser, das man in 5 Minuten bekommt. Gegen so was hat denn hier das liebe Teil hier drauf? Das hat Persenbeere. Kannst du mitnehmen. Ja, Tu die lieber vorher weg. Also, Tecke, oh. Lebensula, ja. Härtner und Klammer. Oh, Klammer, Alter. Die schlimmste Attacke früher als kleines Kind, ne? Oh, ein Skitan. Ich will ja Skitan fangen. Klammer. Sie können nicht angreifen, sie können nicht angreifen, sie können nicht angreifen. Oh, sie können wieder angreifen, sie können nicht angreifen, sie können nicht angreifen. Klammer. Das Schlimme daran ist, mit Klammer kann man wirklich einen Arena-Leiter besiegen.
Wenn du dich jetzt nicht irgendwie fick. Ich hab Pikachu gehasst. Hast du denn die Beere rausgetan? Ja, habe ich. Wie viele Pokebälle habe ich jetzt eigentlich? 8, ne? 7. 7. Komm, weißt du, die können wir noch lassen. Ja, dann gehen wir mal hier aus Viola City raus. Haben wir hier nichts mehr verloren. Unten ist der. Hier ist der Ausgang. Also hier war ich dann noch. Weißt du, jetzt kommt die Wüstengegend. Boah, wie lange habe ich das denn nicht mehr gespielt? Weil ich dachte, du gehst jetzt, kannst jetzt nur nach unten gehen, ne? Ja. Und dann. Ah ja, kannst du nach unten gehen. Weil da ist ein Mogelbaum. Ah ja, ich erinnere mich. Kannst du nach unten gehen, dann kommst du zu der Inkognito-Wüste, dann musst du doch wieder nach unten gehen. Vorm 6. Warte mal, ist doch Zertrümmerer, oder? Keine Ahnung. By the way, warum gibt ihr uns das? Ja, Zertrümmerer. Ja. Viola City ist doch das Teil da neben uns, ne? Mhm. Ist rechts neben uns. Machst du das Foto, du hast Facebook, kannst du machen. Nein, oh Gott, ich will nicht mit dir reden. Such dir ein Hobby oder Welt such dir Nummer zwei. Oder such dir eine Freundin, komm, hau ab. Ist das so einfach wäre. Im Pokémon ist alles einfach. So, jetzt der Trümmerer. Der Trümmerer kann, glaube ich, weiß es nicht, könnte. Oh, ich mach das bei. Erlernen. Er macht Onix. Aus dem guten Grund war Onix, wird wahrscheinlich jetzt unser Stärke und Zertrümmer-Nutzvieh. Warte, bevor du was machst. Ich will mir jetzt überlegen, ob. Nee, lass Leben Solar mal drin. Ja, ich weiß. Nee, warte. Schwächt Elektroattacken, solange der Typ am Kampf teilnimmt oder Härtner. Oder Tackle. Tackle kannst du direkt drin lassen. Oder Klammertreff. Ja, du machst die schlechte Attacke von dem weg. Würde ich auch machen, ganz ehrlich. Ja, machst du Erdmann weg. Erdmann? Mhm. Okay. Das ist wegen mir. Ich bin ein Wasser-Pokémon. Mhm. Kanimani. Kann zufällig irgendwie Aaron auch Blitz erlernen? Bin mir nicht sicher, aber das ist ein. Ich glaube wohl, er kann es. Ich glaube wohl, das kann es nämlich nicht. Das kann Knofenser. Also, ob ich mir jetzt einen Knofenser hole, Alter. Nach Hause. So, ich bin zu Hause. Stimmt, hier ist der Mogelbaum. Sieht man direkt an der Form, also demnach. Ich tritt das Vieh weg, Alter. Ich tritt dagegen. Stimmt, Axt, ne? Ja, jetzt müssen wir jetzt hier einmal Aaron. Jetzt müssen wir den. Oh. Gott, den müssen wir jetzt. Yay. Halten. Das Vieh ist einfach Meter groß. Wie viel Meter? Das kann ich dir leider nicht sagen. Also da bin ich selbst überfragt. Ich weiß auch nicht mehr, wie groß das war. Ja, das ist ungefähr das Doppelte von dir. Hast du diesen merkwürdigen Baum auf der Straße gesehen? Das könnte erklären, weshalb immer weniger Menschen die Alf-Ruine besuchen. Scheiß viel, Alter. Aaron, starte dich an. Ja, auf Augenhöhe ist er ja schon mal mit mir. Das ist ja schon mal vorteilhaft. Naja, das mussten sie machen. Das Vieh ist eigentlich so groß. Da sind Kleinsteins, das würde ich jetzt nicht. Ich weiß, nur wir müssen hier hin. Okay, da können wir nur mit 12. Ich einfach diese Ruinen liebe, weil ich verstehe sie nicht. Man braucht nicht so ein Mysterium in Pokémon einzubauen. Ja, wir können uns jetzt hier umgucken. Oder. Nee. Warte mal, welche Route sind wir jetzt eigentlich nochmal? Ich hab's das nämlich jetzt nicht gesehen. Welche Route kommt denn nochmal hier danach? Hier? Nee. Hier. Ne? Ja. Ja, okay. Dann, ja, gut. Sollen wir die jetzt erkunden, die Alf-Ruinen, oder erst später? Was willst du in den Alf-Ruinen finden? Weil ich hab die nie gekannt. Du musst mir erklären, was da gibt, außer Inkognitos. Soweit ich weiß, gibt's da auch ein paar Rätsel oder so. Ach, keine Ahnung, ich weiß das jetzt. Ja, Rätsel gibt's da immer. Es gibt in jedem Pokémon Rätsel, die total überflüssig sind. Oh, jetzt komm, wir reden jetzt mal mit dem Spacken da im Haus da. Mit den drei Spacken. Mit dem drei Spacken im Haus da, genau. Oh, und wieder ist die Archäologie um einen vielversprechenden jungen Menschen reicher, der sich auf ihren Pfad begibt. Was sagst du? Du bist nur ein Tourist? Ach so, da habe ich mich wohl zu früh gefreut. Ja, ein Möchel. So, den Spacken kannst du da reden. Ja, sie wissen zwar, dass diese Rollen von Gefahr. 1500 Jahre errichtet wurde, aber noch nichts. Von wem und zu welchem Zweck? Von dem auch. Die Muster an der Wand sind die
Schlüssel zum Geheimnis der Ruinen. Ja, das ist zumindest meine Meinung. Ja, in die Ruinen gehen wir später rein. Was hat das gebracht, Alter? Obwohl, ne, kommen wir gehen. Nicht mehr über die Ruinen. Kommen wir gehen da mal eben schnell rein. Komm, kannst du einmal durchgehen, komm, machst du einmal, machst du ein Foto davon, tust du Facebook. Ja, genau. Daumen, ich guck nicht so. Ah, ne, komm, ich will da jetzt nicht da den halben Raum da durchqueren, ne? Das können wir später machen, wenn wir Surfer oder so haben. Da werde ich nochmal eh wieder hinkommen, weil hier ist nämlich ein Item. Ein Item? Ja. Wow. Und trotzdem, hier kann man schon viel erkunden. So, der kein einziges Pokémon fängt. Ahem. Ich hätte jetzt schon mehr als 6. Ja, jetzt? Ne? Ohne diesen. So, ich werde mich mal jetzt hier ein bisschen suhlen im Gras. Ich habe das Gefühl, das war eine schlechte Idee. Es war eine schlechte Idee. Aaron, hast du Bock auf einen Pokémon-Fight? Nein, hast du natürlich nicht. Deswegen werde ich dich mal als gegen Puzzles austauschen. Das ist auch nicht hier gute Idee. Es ist ein Fluggift-Pokémon. Und Seemsuna. Noch Fragen? Wir haben keine Elektro-Pokémon. Erstauner. Ich bin ganz plötzlich erstaunt. Ne? Scheiße. So, halt dich mal ein bisschen voll. Saug dich aus. Saug dich voll. Das Vieh besteht aus Silikon. Das ist voll eklig. Wie kann das Seemsuna oder so? Schreck zurück, perfekt. Und tschüss, mach einen Abgang. Botox. 33. 22, wow. Hammer. Läuft bei Aaron. Ich hab nur einen Hashtag. Ja, und wir sind jetzt gucke ich gerade mal auf Uhr. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es heißt Pokémon. Tschüss.